Und ich schleiche mich jetzt hier ganz vorsichtig an, Leute. Und dann gehe ich in seine Base und hack ihn kaputt. Oh Gott, wäre das geil, wenn er gleich stirbt. Ja, meine Jungs! Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash zur zweiten, zur ersten richtigen, ja? Wir sind jetzt hier noch kurz alle zusammen im TS, aber wir sind ja im Krieg, von daher verabschieden wir uns eigentlich auch gleich wieder, ne? Okay, okay. Genau, wir sagen uns so ganz kurz Hallo und dann sagen wir Hallo, nur, hey, hallo, Leute. Wir sehen uns noch, tschüss. Macht's gut, tschüss! Tschö. So, jetzt habe ich die hier rausgekickt, die Leute. Aber mich hören sie noch. Mal ausstellen. So, ich glaube, jetzt bin ich richtig. Jetzt muss ich noch kurz checken. Ich möchte euch ja nicht hier reinreden die ganze Zeit. Ja, jetzt ist richtig. Okay, also, wir sind hier an unserer Base. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, da haben wir ein bisschen erklärt, worum es geht. Und das war auch die erste Special-Folge mit einem Battle um diese Trophy hier, die ich hier habe, wo ich gleich mal gucke, wo ich sie hinstelle. Ich würde fast sagen, ich stelle die hier hin, Leute. Die ist so cool. Schaut es euch an. Das ist der Ball, der sich hier drumherum dreht, ja? Zeit, dass ich was drehe. Und, aber heute ist die erste richtige Folge. Es geht es darum, gegen Paluten und gegen Revi zu bekämpfen und sie auch eben zu bekämpfen. Also es geht darum, sie zu bekämpfen, deswegen muss ich sie bekämpfen. Korrekt. Was geht da in meinem Kopf vor? Ich habe die 5 Diamanten hier, die ich bestimmt auf jeden Fall noch sehr, sehr nützlich, sich als sehr, sehr nützlich erweisen können, werden. Ich glaube, ich muss mich aber gerade erstmal auch ein bisschen um Basic Stuff eigentlich kümmern. Ich muss mir eigentlich zum Beispiel, Future, alles hier erstmal rein. Ey, ich hab den wieder abgebaut hier, kann das sein? Ach, Leute, ich bin im Creative Mode, ich bin ja auch ein Dummkopf hier. Ja, das haben wir gerade eben gehabt, weil wir uns noch einmal natürlich, einmal brauchen wir ein Bett, damit wir schlafen können nachts. Das hatte irgendwie, hatte Regen und wir hatten es nicht. Jetzt haben wir es aber, jetzt ist alles gut. Ein paar Looten waren auch im falschen Mode. Aber das heißt natürlich, dass dieser Block hier, den habe ich ja nur einmal gewonnen, nicht mehrfach. Der kommt jetzt selbstverständlich weg. Ich packe ihn hier hinten in die Ecke. So, tschüss. Da wird er in 5 Minuten despawnen. Keine Sorge. So, das sind meine sicheren Türen. Nachts sind hier halt richtig starke Kreaturen. Das heißt, ich sollte eigentlich das Tageslicht nutzen, um mir meine Sachen zu holen. Ich gehe nur kurz hoch, um ein bisschen Essen und ein bisschen Eisen. Das hatten wir bei den Startressourcen, um mir die Werkzeuge zu machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt am Anfang, ich nehme mal ein bisschen was mit. Ja, was brauche ich denn? Kann man kurz abschätzen. Ich brauche ein Schwert. Schwert habe ich da oben, nehme ich auch gleich mit. Und dann mache ich mir noch 3 hier erstmal für eine Spitzhacke. 3 für eine Pickaxe, 1 für eine Schaufel, für eine Hau, ne, Hau mache ich anders. Brauche ich sonst irgendwas? Arkspitze, das war es eigentlich. Ich werde mir direkt ein Schwert aus Diamant machen. Ich glaube, das ist gerade mir das Wichtigste persönlich. Ich mache mir aber noch direkt 2 Spitzhacken, glaube ich. Okay, so, das heißt, ich nehme mir die wichtigsten Sachen hier einmal kurz mit, dass ich das alles habe. So, bisschen mehr. Eigentlich kann ich hier komplett alle Äpfelmonten mitnehmen. Mein Schwert kommt hier rein. So, und den Rest behalten wir, glaube ich. Ich glaube, hier die Infos kann ich später nochmal durchlesen. Ich bin wie, wir nehmen es erstmal 4 Folgen am Stück auf. Das ist erst ab der 5. Folge, kann ich eure Tipps berücksichtigen. Aber bitte schreibt es mir jetzt schon. Ich bin sehr gespannt, was da so zusammenkommt, um dann natürlich auch eure Tipps nachher zu berücksichtigen. Ich möchte ja gewinnen. Es geht hier wirklich darum zu gewinnen. Ich glaube, Pal hat am Anfang gesagt, Leute, ja, wir wollen hier Spaß zusammen haben, ja. Aber es geht auch darum, zu gewinnen. Und deswegen lasse ich welche nichts unversucht lassen, sondern von Anfang an hier auf volle Möhre gehen. Ich sag dir noch nur kurz hier. Wer von euch hat dieses Schwein als Basis? Weil da stehe ich davor. Ich würde es gerne dich ich töten. Ist das okay? Als ob. Als ob. Ich habe mich aber ganz kurz erstmal umgeguckt. Ich dachte so, nee, so schnell kann er nicht sein. Nee, ist Spaß. Ich bin direkt bei Revi. Okay, viel Spaß bei ihm. Nee, ich bin zu Hause. Oder? Beim Spawn, wer weiß, wo ich bin. Vielleicht ja, du versuchst doch hier nur Zeit zu schinden. Ja, vielleicht versuche ich auch Zeit zu schinden. Ich lasse dich wieder in Ruhe, ja? Okay, okay. Tschüss. Tschüss. So. Ja, der Revi. Wow! Holy moly! Was war denn das? Ein krasser Creeper, da war auf einmal hier, den ich nicht gesehen habe. Scheiße, Leute, da muss man extrem aufpassen. Ich glaube, ohne die Extra-Leben wäre ich jetzt fast gestorben. Ihr seht, da oben hat man auch diese gelben Extra-Herzen in diesem Mod. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich hier schon fast irgendwie gestorben. Aber so ist noch alles halbwegs gut gegangen. Es wird auch, sobald Nacht ist, wird es hier extrem dunkel. Da muss man aufpassen. Ihr seht da hinten, da wo das dieses lila-rosa-Blatzeug-Ding ist, das ist Team Edgar. Ansonsten da hinten beim Gelben, das ist Team Lizard. Ungefähr 1000 Blöcke ist weg. Edgar ist auch ungefähr 1000 Blöcke weg. Und der Grün in der Mitte ist der Spawn mit 49 Metern. 490 Metern. Und ich habe ja mein Auto hier vorne. Ich kann eigentlich gleich, da vorne ist mein Auto, da kann ich eigentlich gleich hinfahren zu einem von den beiden und die töten. Das wäre eigentlich echt voll die starke Idee, das direkt am Anfang zu machen, glaube ich. Ich benutze aber erstmal, die Folge ist auch schon in 10 Minuten schon vorbei. Schaffe ich das? Ja, ich glaube, ich schaffe das, weil es wäre so witzig, wenn ich First Blood bekommen würde in der ersten Folge. Ich meine, ich bin eigentlich nicht gut im PvP, aber ich könnte es schaffen. Wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen Holz.
Falls ihr das Crafting Terminal nicht kennt, es gibt es auch in Minecraft Mark. Ist ziemlich praktisch, man hat alle Items hier drin und hat hier sein Crafting Terminal. So, mache ich erstmal komplett hier zu dem Zeug. Machen wir uns hier einmal Sticks. Machen wir uns nochmal ein paar mehr Sticks. Haben wir hier die Sticks. Und können jetzt hieraus mal... Genau, machen wir uns einmal eine Schaufel, wollte ich machen. Dann wollte ich eine... Ihr seht schon, das wird alles direkt irgendwie so hier gemacht. Ja, nichts eingeben. So, einmal die Iron Axe mache ich mir. Dann mache ich mir noch einmal eine Iron Pickaxe. Davon wollte ich mir, glaube ich, direkt zwei machen. Und dann war es das eigentlich schon. Fast. Ich möchte aber auch noch... Einmal mein Holz brauche ich dafür noch. Ich möchte mir direkt ein Diamantschwert machen, weil damit habe ich einen leichten Vorteil. Und ich glaube, ich mache mir direkt eine Eisenrüstung, Leute. So, aber ich möchte jetzt einfach, ich weiß, hier geht es eigentlich um Waffen und so weiter, aber man kann auch am Anfang einmal klassisch mit einem Schwert angreifen, glaube ich. Und damit rechnet halt niemand so direkt. Wenn ich jetzt einfach direkt mir mal so eine fette Oh, das wäre fett, wenn ich das jetzt schaffen würde. Ich glaube, Leute, Revi rechnet nicht damit, dass jemand, dass ich zu ihm jetzt komme und ihn einfach so... Ich meine, ich hab letzte Folge gesagt, ich komme zu dir und töte ihn. Er hat es, glaube ich, nicht... er dachte, ich meine das nicht ernst, aber ich habe es ernst gemeint. Ich baue mir jetzt eine komplette scheiß Eisenrüstung. Es mag dumm sein, weil ich die Sachen vielleicht besser aufbewahren sollte, aber wenn ich das First Blood bekomme, da ist mir das die ganze Scheiße wert, Leute. Ich nehme auch extra dann nicht so super wichtige Sachen mit, würde ich sagen. Eigentlich soll ich fast auch die Sachen hier lassen. Ja, ich lasse lieber mal die Sachen hier, weil es kann gut sein, dass ich sterbe. Da möchte ich nicht mehr als nötig verlieren. Bauen nehme ich mal mit. Ich nehme auch mal die Arrows. Ich nehme mal die Hälfte an Arrows mit. Ich nehme mal den Sapling. Ich lasse alles hier ansonsten. Essen nehme ich selbstverständlich mit. Leute, ich mache mir jetzt einfach auf den Weg. Ich bin hier. Stopp, ja. Die Rüstung lasse ich auch nochmal hier. Okay. So, und dann ziehe ich mein Zeug an. Okay, ja. Ich bin, glaube ich, jetzt ganz gut ausgerüstet hier. Ach so, und man hat gar keine extra Leben, sondern sind die Rüstungspunkte, glaube ich, die da sind. Das läuft wahrscheinlich hier ein bisschen anders bei diesem Mod. Wie gesagt, das ist Feed the Beast Trident, was verknüpft ist mit... was halt zum Beispiel den Pflanzenmod drin hat und so weiter. So, ich lasse mal den hier in Ruhe. Natürlich nicht schnell. Ich töte ihn, glaube ich, mal schnell. Ist einfach hier, glaube ich, das ist ein ganz normaler Zombie. Es gibt hier aber halt auch viel krassere Sachen. Und ich fahre jetzt einfach, hin zu denen. Warte. Ist ein Gas. Ah, ich bin auf der falschen Seite. Man muss auch auf der richtigen Seite. Man muss immer auf der Fahrerseite einsteigen. Logisch. So, und jetzt geht's los. Ich fahre jetzt einfach hin zu dem. Ich fahre einfach zu ihm hin. Ich habe, glaube ich, noch 7 Minuten. Folgen sind ja immer 15 Minuten lang. Da muss man sich auch, man kann hier gar nicht überziehen, weil sobald einer sich ausloggt, müssen sich alle anderen innerhalb von ungefähr 15 Sekunden ausloggen. Das heißt, da muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen. Ich habe Gott sei Dank ein schönes Offroad-Fahrzeug. Ihr seht das. Uah, hier ist ein Loch. Uiuiui. Das Ding funktioniert recht gut. Aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass das, dass man hier. Oh, da ist ein kaputtes Flugzeug. Das darf man aber nicht benutzen. Ich weiß nicht, warum das da liegt. Hat wahrscheinlich irgendjemand vergessen, als sie uns da die Map gebaut haben. Okay, so. Wir nähern uns ihm da hinten. Wir müssen natürlich vorsichtig sein. Wir dürfen jetzt nicht übermütig werden. Nur weil wir jetzt hier ein Diamantschwert haben. Ich würde fast sagen, ich überlege gerade, ist es besser, wenn ich ihn direkt angreife? Oder ist es vielleicht besser, wenn ich ihm, wenn ich ihm erst mit dem Bogen angreife? Oder ist es vielleicht besser, wenn ich mich sozusagen anschaue? Oh, mein Vorteil, Leute. Mein Vorteil ist zum einen, dass es Nacht ist. Zum anderen ist auch mein fetter Nachteil gerade. Weil ich bin hier gerade mitten im Nirgendwo. Oh, scheiße, ich bin in die Scheiße reingelaufen. Aber ich glaube, ich habe... Oh, scheiße, ich bin vergiftet. So, mein großer Nachteil ist das Ganze hier leider. Scheiße. Mein großer Nachteil ist, dass... hier gleich Monster kommen. Und zwar alles Mögliche. Scheiße. Oh Gott. Bitte. Ich möchte hier nur ankommen. Und ich muss gleich auch den Motor ausmachen von meinem Fahrzeug. Sonst wird Revi checken, dass ich hier bin. Oh Gott. Revi. Okay. Scheiße. Oh Gott, ich muss... Oh nein, oh Gott. Ich halte schon an. Ich sehe gerade nichts. Da vorne, ihr seht schon... Oh Gott. Soll ich schon absteigen? Ich steig schon aus, Leute. Der Motor ist aus. Hier ist eine Landebahn. Hier muss irgendwo Revi sein. Man sieht in dem Modpack... Sieht man, glaube ich, nicht. Ich muss mich durch die Dunkelheit anschleichen. Man sieht, glaube ich, nicht den Namen über dem Kopf. Ist auch, wenn man durch Wände und so weiter. Ist, glaube ich, extra ausgeschaltet. Irgendwo hier vorne muss Revi sein. Ich schaue mal auf die Map, was für einen Weg ich gerade gefahren bin. Bin gerade von mir... Hier, von meiner Base hier ganz hoch gefahren. Einmal quer rüber durch die Scheiße. Ich mach den Jungen kaputt, so. Eieieiei. Und ich habe da nicht irgendwie einen Vorteil, dass meine Map aufgedeckt ist, sondern die Ansicht, die hat jeder. Die durften wir auch einmal abgesprochen, durfte jeder benutzen. Das heißt, die anderen wissen auch ganz genau, wo meine Base ist. Haben sie auch beim Luftkampf gesehen, so. Ja, das heißt, das, was ich mache, das hätte jeder machen können, aber... Die anderen haben es nicht gemacht. Und ich habe gerade mega Glück, dass hier nicht so viele Monster rumlaufen. Das ist reiner Zufall, dass es keine Monster sind. Es könnten ja auch ganz viele sein. Und ich schleiche mich jetzt hier ganz vorsichtig an, Leute. Und dann gehe ich in seine Base und hack ihn kaputt.
Oh Gott, wäre das geil, wenn er gleich stirbt. Da ist schon scharf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat voll den ähnlichen Tempel zu mir. Ich glaube nämlich, Pall hat irgendwas mit so einem Schwein. Aber er hatte so ein Wüstentempel. So ein Dschungelding wollte er haben. Oh Gott, scheiße, da ist so ein. Oh Gott, das ist ein Kämpfer. Ich muss schnell rein in seine Base. Oh, scheiße. Ich muss erstmal schnell rein, dann wieder verstecken. Scheiße, wo ist denn sein Eingang hier? Ist das sein Eingang, glaube ich? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin da hoffentlich. Oh nein, da ist er schon! Da ist er schon! Hat er mich schon gesehen? Ich weiß es nicht. Komm schon, wir müssen. Jawoll! Er hatte kein Zeug an. Das war abzusehen. Raus, Ties. Der Junge muss sich ausloggen. Ey! Lock dich aus! Mit Doppel-G geschrieben. Jawohl, da ist er raus. Okay, er ist raus. Uiuiuiuiuiui. Warte, Schlafenfalle hier. Die ist ja geil. Palle, hörst du mich? Ja, was war da los? Was ist da passiert? First Blood! Warte mal, ich möchte nur eine Information. Ja. War es eine Waffe? Eine Schusswaffe? Nö, nee, ich war mit Diamantschwert. Oh, Snap, ich bin einfach in ein Diamantschwert. Du bist einfach rübergelaufen? Ja, mit dem Fahrzeug bin ich hingefahren. Ich dachte, wir sollten die Fahrzeuge. Doch, die Fahrzeuge dürfen wir. Dürfen die Flugzeuge nicht benutzen. Doch, das haben wir extra noch abgesprochen. Okay. Aber warte, das bedeutet, ich darf mein Dingens hier einfach wieder benutzen? Mein Landcruiser? Ja, die darfst du benutzen, ja. Ach, die, okay. Ja. Das ist eine Info, die ich leider irgendwie nicht mitbekommen habe. Wir haben da lange und ausführlich drüber gesprochen. Ich habe gerade einen Zombie überfallen. Am Anfang, da weißt du noch, da hat Revi noch gesagt, ich glaube wortwörtlich, lass einfach machen. Okay. Und dann haben wir es benutzt. Oh Gott. Genau oh Gott. Deswegen hatte ich ja gefragt. Okay. Ja, und ich habe ihm auch gerade eben noch in der letzten Folge gesagt, ich werde dich töten. Er hat es nicht geglaubt. Oh, okay. Aber jetzt muss ich erstmal mein Auto wiederfinden. Ich habe mich in der Nacht angeschlichen. Okay. Durch Dunkel. Auf einmal kam Monster von der Seite an. Aber ich bin dann in sein Haus rein, da musste ich die Tür aufmachen, so klick, klick, und dann hat er es gehört und dann hat er mich gesehen. Oh Gott, jetzt muss ich natürlich hier mal ein bisschen aufpassen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Okay, du, ey, ganz ehrlich, lieber Dena, ich nehme jeden Fight an, komm her. Ja, ich sag ja, der Vorteil ist, wer da bei dem Battle gewonnen hat, ne? In dem Fall hatte ich, der hatte Diamanten gehabt, so hatte ich ein Diamantschwert. Aber zu der Kampf auch easy, weil er hatte nicht mal eine Rüstung. Hast du ihn denn komplett gelootet? Ah, hätte ich machen können, ne? Ja, du darfst Gegner. Er hatte gerade nichts an. Ach so. Ich lasse ihm das Zeug da, ich möchte ihn jetzt nicht ausnehmen. Ich lasse ihm dein Zeug da, was ein bisschen war, aber ich habe nichts von ihm hier, gar nichts. Komm ich denn hier wieder hoch? Oh nein, das wäre ja richtig lame, wenn ich hier nicht wieder hochkomme. Ja, cool. Okay, ich komme hier nicht wieder hoch. Scheiße, weißt du, was dadurch passiert ist? Ich glaube, mein Fahrzeug ist jetzt verloren, weil es in den Baum backt. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Das wäre natürlich ein hoher Preis. Aber lieber Felix, wir haben noch eine Folgenlänge von 15 Minuten, oder? Sind wir nicht... Wir sind am Limit, würde ich sagen. Okay, wir sind am Limit. Glaube ich, ja. Dann müssen wir uns jetzt eigentlich schon aus... Ich glaube, eine Minute haben wir noch. Ich versuche kurz mein Fahrzeug hier freizuhauen. Okay. Ich glaube, wir haben ungefähr um 30 angefangen, oder sehe ich das falsch? Und jetzt ist es 44. Na? Das ist natürlich... Ich weiß leider nicht. Ich habe einfach nur meine Uhrzeit. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie weiter Zeit rausschinden. Ich würde nur gerne mein Fahrzeug einmal rausschieben. Und das auf... Oh nein! Oh, man kann es abbauen. Bist okay, du denn ich hab's oben, wieder. Bist du denn oben links oder oben rechts? Das sage ich nicht mal lieber. Okay. Also, du kannst auf der Map gucken, das weiß ja jeder. Ich bin rechts und oben links ist Revi. Ja, okay. Ich stelle mir hier mal mein Fahrzeug hin. Revi hat noch 9 Leben. Wir beide haben noch 10. Ja. Dann ist Minecraft Clash Folge 2 der Stand. Seid mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Folgen aussieht. Ja, ich muss mich mal ganz kurz muten, weil das ist nicht für deine Ohren bestimmt. Alles klar. Tschüss. Dann mach ich jetzt alleine auch die Abmoderation. Mach du auch deine Abmoderation, verlassen wir den Server. So, die haben jetzt auch gemutet. Das war's von der heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall auch bei Revi vorbei und checkt mal aus, wie das von ihm dann aussah. Ich bin sehr gespannt, wie er dann da reagiert hat, als ich auf einmal da war. Ob er mich schon vorher gesehen hat, weil es sah so aus, als ob er mich irgendwie dann da, zumindest in dem Moment, wo ich genau da war, mich auch erwartet hätte. Bin sehr gespannt darauf, das zu sehen. Checkt das auch mal aus. Gebt den auch einen Daumen nach oben. Ja, das kann passieren, dass meine ersten Folge stirbt. Ist, wie gesagt, nicht böse gemeint. Aber es geht hier eben darum, wer am längsten überlebt. Und Revi hat auf jeden Fall nur noch 9 von 10 Leben. Wir sehen uns morgen wieder. 15 Uhr kommt die nächste Folge von Minecraft Clash. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Tschüss.